Hallo liebe Klemmbausteinfreunde, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute wieder Achtung Verwechslungsgefahr und dieses Mal vergleichen wir zwei sehr, sehr identische Fahrzeuge, zumindest von der Größe her. Und zwar den Ur-911er, der in den 63ern bis 73ern gebaut wurde. Und ja, es sind deutliche Unterschiede bei beiden festzustellen, über die wir sprechen können. Und beide haben so ihre Schwächen und eigentlich auch mehr Schwächen als Stärken. Dennoch gibt es einen, den ich deutlich bevorzuge und wo ich froh bin, dass ich ihn habe. Und hier ist tatsächlich einer dabei, wo ich so recht bereue, dass ich den gekauft habe. Und jedem, aber wirklich jedem davon abrate, den zu holen, denn er ist für dieses Geld einfach viel zu teuer. Und es handelt sich dann zusätzlich auch noch um einen geklauten Mock. Die Anleitung gibt es bei Rebrickable für 15 Euro. Macht das nicht. Das verdient das nicht. Das katastrophale Bautechniken und Versuche, etwas zusammenzuführen, was nicht zusammengehört. Mehr kann ich da jetzt gerade nicht zu sagen. Ich gehe gleich im Einzelnen auf die Teile ein, wo es Schwierigkeiten gibt. Aber wenn ihr alles dazu wissen wollt, müsst ihr euch natürlich die Videos der einzelnen Modelle ansehen. Die werde ich auch hier unten verlinken. Und jetzt vergleichen wir erstmal die beiden 911er. Viel Spaß mit dem Video. So, was noch zu erwähnen wäre, ich habe vorhin recherchiert. Es gibt aktuell auch den geklauten Mock gar nicht mehr zu kaufen. Insgesamt, fast komplett alle Mocks, die es bei AliExpress gegeben hat, sind verschwunden. Ein Großteil. Die Ente, die ich euch vorgestellt habe, ist weg. Jurassic World Jeep war ja schon weg, als ich ihn vorgestellt habe. Dieser 911er, auch weg. Die sind alle komplett verschwunden. Man kriegt die gar nicht mehr zu kaufen. Ich weiß nicht, was da los ist, aber ja, ich finde es schade. Es waren tolle Modelle dabei. Die Ente zum Beispiel ist sehr empfehlenswert. Und auch der Jurassic World Jeep. Jurassic Park, nicht World. Erste Teil. Mega, hat Spaß gemacht. Klar, es waren geklaute Mocks, da gibt es nichts drüber zu streiten. Aber sowas fliegt raus und Kopien von Lego nicht, das muss ich nicht verstehen. Das muss ich wirklich nicht verstehen. Ja, da habe ich die beiden Modelle nun stehen. Und wenn ihr die Videos dazu gesehen habt, dann wisst ihr, dass beide ganz schöne Schwächen haben. Und ja, was ich auf den ersten Moment gleich schon festhalten kann, die sind fast exakt gleich groß. Das nehme ich aus den Daten gleich schon mal vorweg, denn der Mock in Dunkelrot, der hat eine Länge von 33 cm und der hier hat eine Länge von 32,5 cm. Das ist quasi kaum ein Unterschied. Und auch in der Breite, dieser hier hat 14,5 und dieser hier hat 14,8. Das liegt halt an den breiten Spiegeln. Er hat zwei. Er hat nur einen. Daher ist er minimal schmaler. Und in der Höhe tun sie sich überhaupt nichts. Beide exakt 10,5 cm hoch. Ja. Und dass es den nicht mehr zu kaufen gibt, finde ich gar nicht so problematisch. Weil wie gesagt, den hätte ich euch auch auf keinen Fall empfehlen können. In keinster Weise. Der ist einfach Grotte. Und er war teurer als der. Und er war auch teurer als der jetzt. Weil jetzt mittlerweile ist er im Preis gestiegen gegenüber da, wo ich ihn geholt habe. Und was beide gemeinsam haben, sie haben beide unendlich viele Farbabweichungen. Und zwar wirklich unendlich viele. Also hier sind über 10 Farbtöne drin, hier sind über 10 Farbtöne drin. Das nimmt sich schon mal nix. Was aber bei dem hier deutlich besser ist, ist die Teile-Klemmkraft. Die Klemmkraft bei diesem hier ist, die schwankt, weil es sind ganz viele verschiedene Hersteller zusammengewürfelt, aber sie schwankt zwischen gut bis sehr gut eigentlich schon, also eher sehr gut bis super. Die Klemmkraft ist wirklich überragend gut hierbei. Gab es nichts auszusetzen, keine Teile, die null Klemmkraft hatten oder wenig Klemmkraft hatten. Aber es gab sogar einige Teile, die hatten etwas zu viel Klemmkraft. Für meinen Geschmack.
Also ein Kind hätte die nicht einfach so zusammendrücken können. Das wollte ich damit sagen. Bei dem hier wiederum, da war ich halt sehr erstaunt. Technik von Kada ist 1A, da braucht man nicht meckern. Premium-Qualität. Also die spielt auf Premium-Niveau. Aber die Bricks, die können sie noch nicht. Weder in den Farben noch in der Klemmkraft haben die überzeugt. Und ja, teilweise, man sieht es vielleicht in der Kamera nicht ganz so extrem, aber der wirkt teilweise nicht rot, sondern orange. Der hat hier ganz viele von diesen Slopes, die eher ins Orange gehen, was mich wiederum an unseren 308 GTS ist es, glaube ich, ne? Den Magnum fährt, erinnert. Da ist jetzt ein bisschen eingestaubt. Geht ja noch nicht weiter mit dem nächsten Teil, aber ist nicht mehr lang hin, ne? Kommt bald. Kati baut live, geht weiter. Ja, ihr seht jetzt hier schon einen Zustand, den ihr eigentlich noch gar nicht sehen dürftet. Deswegen packe ich ihn jetzt auch wieder weg. Weil, oh, da habe ich was losgemacht. Das ist nicht gut. Ja, und dann weiß ich jetzt auch nicht, wo es hingehört. Das muss ich dann gucken. Das setze ich erstmal dahin. Muss ich dann schauen, wenn die Folge wieder dran ist. Ja, das ist ja schon Status Teil 2. Deswegen habt ihr jetzt nicht gesehen. Aber da kennen wir das ja auch mit diesen orangen Slopes statt roten Slopes. Aber Rot ist allgemein eine schwierige Farbe, egal ob dunkelrot oder hellrot, ist allgemein eine schwierige Farbe, was die Farbgenauigkeit und die Klemmkraft betrifft. Deswegen war ich hier erstaunt, dass dunkelrot, Klemmkraft super, aber das hellrot, da haben sehr, 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 sehr viele Probleme mit. Das trifft sogar auch auf Lego zu. Die haben auch teilweise bei Rot Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das konnte mir bis heute keiner wirklich erklären. Ich habe verschiedene Vermutungen schon dazu geäußert in anderen Videos, aber das sind nur Vermutungen. Es hat vielleicht irgendwie mit der Konsistenz des Kunststoffgranulats zu tun. Ich weiß es nicht. Aber das Rot, das ist eher so wie transparente Farben. Die haben auch bei der Klemmkraft leichte Schwierigkeiten. Und das ist beim Rot das Gleiche. Das ist mir schon aufgefallen und das durch die Bank weg. Egal, ob das Lego ist, ob das Kobi ist. Nein, Kobi nicht. Kobi nicht. Kobi muss raus. Kobi ist ausgenommen. Ich habe ja den Bust von Kobi. Da sind auch viele rote Teile bei. Und der Mannschaftsbus und nee, die Teile waren gut, sie waren sehr gut. Aber ansonsten quer durch die Hersteller. Blue Bricks, wie gesagt, beim Ferrari Probleme, beim Cadillac Cabrio komischerweise nicht. Also ich weiß nicht warum, aber das Cadillac Cabrio hatte super Qualität in Rot. Das ist durchwachsen. Der Doppeldeckerbus, den ich, wie gesagt, nicht original habe, sondern von Leppin. Creator Expert, der große Doppeldecker, dieser von Leppin, keine Probleme mit den Rottönen. Überhaupt nicht. Also auch der war gut. Fällt mir noch was ein in Rot? Ja, von Sembo, der Mini Cooper, der Testarossa und das Chevrolet Bel Air Cabrio. Problemlos. Problemlos. Keine Schwierigkeiten. Gut, aber wir sind ja jetzt bei den 911ern und ja, es gibt einige Unterschiede. Zum einen haben wir hier einen sehr klassischen dargestellt. Die Studie bzw. dieser Entwurf, den es auch auf Rebrickable zu kaufen gibt, wie gesagt 15 Euro die Anleitung, tut es euch nicht an. Ist nicht empfehlenswert, denn dass der hier so stehen kann, verdanke ich einer Menge und wirklich einer Menge Klebstoff. Denn sonst wäre das gar nicht umzusetzen, was hier jetzt vor uns steht. Und Funktionen soll er angeblich ja haben, aber die Tür, die ist geklebt, weil die würde sonst immer abfallen. Bei der anderen Tür habe ich es gelassen, damit man noch eine hat, wo man es zeigen kann. Aber diese Technik, die hält nicht. Das ist, man kann sie öffnen und schließen. Aber das ist mit ganz viel Vorsicht zu genießen. Das ist mit diesen komischen Droidenarmen und mit weiteren anderen Technikteilen, Systemteilen. Ihr müsst es euch im Video anschauen zu dem Modell. Das ist einfach katastrophal. Hier hinten ist sehr viel geklebt. Hier vorne die Kotflügel sind geklebt, weil dieser komplette Kotflügel soll an 1,5 Noppen halten.
Wie soll das funktionieren? Das funktioniert null. Deswegen musste hier so viel geklebt werden. Das habe ich vorher noch nirgendwo erlebt. Also dieses Modell ist das Schlimmste, was ich habe. Es ist zwar recht gut oder recht hübsch anzusehen, wenn ich es im Regal stehen habe, aber das war's dann auch. Ich möchte es nicht nochmal in irgendeiner Weise bauen müssen. Es sei denn, der Erbauer, der Designer hat es nochmal so doll überarbeitet, dass es vernünftig ist. Aber das hier, das ist einfach nur Katastrophe. Vieles wird über eine Ein-Noppentechnik geregelt, die ja auch in gewissen Weisen funktionieren kann. Aber eine Ein-Noppentechnik bei einem so schweren Teil wie diesem Kotflügel funktioniert einfach nicht. Geht nicht. Und auch bei der Tür, wie gesagt, die habe ich jetzt geklebt. Hier unten ist ein Riesenloch, da ist auch eine Noppe zu sehen, weil da ein Brick hin soll, der da keinen Platz hat. Das funktioniert einfach nicht. Hier ist auch eine Riesenlücke. Es war anders nicht umzusetzen. Ich musste teilweise Kompromisse eingehen, damit das Ding überhaupt irgendwie zusammenpasst. Ja, und dann gehen halt immer noch ein paar Teile los, die. Ach ja, ihr sitzt auch auf einer Noppe. Der Unterboden. Ich kann euch das gerade nochmal zeigen. Oh, das ist jetzt ganz gefährlich. Der Unterboden hier unten, das sitzt auch nur auf einer Noppe. Also sehr, 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 sehr vieles sitzt auf einer Noppe. Und wie ihr seht, das hier, das gehört eigentlich gar nicht dazu. Das habe ich schon drunter gesetzt, damit das Ding stabiler ist. Da sind zwei Lagen Plates von mir drunter gesetzt, damit das Ding stabiler ist. Weil das Ding wäre sonst sowas von auseinandergeflogen. Und die Haube, ja, man kann sie öffnen, aber ich rate euch davon ab. Jetzt ist auch auf einer Seite wieder losgegangen, aber das ist mir jetzt egal. Das heißt, ich will es aber zumindest wieder so haben, dass es so aussieht, als wenn sie. Ja, so. Also, Finger weg von diesem Set, wenn es das mal wieder zu kaufen gibt. Einfach Katastrophe. Trotzdem komme ich jetzt zu den Daten. Also, dieser Mock hier heißt bei Rebrickable. Early Porsche 911. Im Prinzip ist es der Ur-Porsche 911 mit dem klassischen Entwurf von 64. Hat 1732 Teile. Also, da war ich auch erstaunt, als ich das recherchiert habe, dass der knapp 400 Teile, 300 Teile mehr hat als der. Da war ich echt erstaunt. Ich weiß nicht, wo er die gelassen hat. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, was da wie. Aber cool, gut, wir haben hier ganz, ganz, ganz viel Friemelkram. Und ja, das wird schon hinhauen. Das wird echt hinhauen. Klemmkraft habe ich euch gesagt. Ich habe für den damals bezahlt, leider viel zu viel, 58,39 €. Ich habe erst gedacht, das ist ein Riesenschnäppchen, weil er hat damals bei anderen auch schon mal bis zu 70 gekostet. Und dann fand ich ihn halt für 58,39 €. Aber im Nachhinein habe ich selbst die bereut, weil der ist keine 30 € wert. Der ist gar nichts wert. Also nein. Nein. Einfach nein. Überhaupt nicht. Was ich bei dem gut finde, das ist auch so das ziemlich einzige. Hier vorne die Front finde ich besser gelungen als bei dem. Wenn ihr die beiden vergleicht. Der hier hat wirklich die Lüftungsschlitze angedeutet, hat dafür auf die Transclear, also auf die transparenten Lichter verzichtet. Dieser hier hat die transparenten Lichter und hat dafür auf die Schlitze verzichtet und das dann in Schwarz angedeutet. Das finde ich so deutlich schicker als so. Aber das ist Geschmackssache. Das ist wirklich Geschmackssache. Und der hier hat Nebelscheinwerfer. Finde ich auch ganz cool. Hat der hier nicht. Aber das ist dann auch schon eigentlich alles. Und ich finde den hier ohne den Heckspoiler einfach schicker. Ja gut, der hier soll wahrscheinlich die Carrera-Variante darstellen. Denn der Carrera ist die einzige Ur-Variante, die dieses Monstrum hinten drauf hat. Aber ansonsten gibt es hier nichts zu berichten, was in irgendeiner Weise ja erwähnenswert ist, beziehungsweise hervorzuheben ist. Es ist einfach nur Katastrophe. Deswegen, der kommt jetzt auch weg. Zudem habe ich genug erzählt. Kauft ihn euch nicht, wenn es ihn wieder zu kaufen gibt. Lasst es. Holt euch irgendwas anderes.
Die anderen, die jetzt rausgeschmissen wurden und auch nicht mehr erhältlich sind, Ente, Jurassic World Jeep und noch einige mehr, die da gar nicht mehr verfügbar sind, da lässt sich nichts drüber sagen, also nichts Schlechtes drüber sagen. Die Ente hat Spaß gemacht. Die hat richtig, richtig Spaß gemacht. Der Jurassic Park Jeep auch super, mega Spaß gemacht. Ja, gibt es leider auch alle nicht mehr. Ich verstehe es nicht, warum. So Modelle, Kopien von Lego kommen und kommen und kommen, statt dass da mal was rausfliegt, was ich verstehen würde. Wie gesagt, das große Firma kopieren sehe ich als viel, viel chaotischer und kritischer an. Auch wenn ich es bevorzuge, im Moment solche Dinge zu holen, wenn ich es könnte. Gebe ich offen zu, ihr kennt meine Meinung. Aber kleine Mocker, die dann kopiert werden bei Rebrickable, teilweise sogar Anleitungen benutzen, die kostenlos verfügbar sind, die werden rausgeschmissen und kommen nicht wieder. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich echt nicht. Das finde ich auch irgendwo schade, weil nur so kam man an die Möglichkeit, das Set mit den passenden Teilen zu bekommen. Weil wenn man bei Rebrickable eine Anleitung raussucht und dann die Teile dazu raussucht, dann ist das ganz schnell ganz schön teuer. Und ja, ich sag mal, die Steine zu bekommen mit der Anleitung, das ist dann schon ein günstigerer Punkt, eine Möglichkeit. Und die ist futsch. Die ist einfach futsch. Gut, jetzt kommen wir zu dem hier. Ja, der hat auch einen öffnenbaren Fronthaube. Der ist gefedert, das finde ich bei dem sehr gut. Und der hat einen mitlaufenden Motor. Zwar keinen Boxer, ich meine, nee, einen Boxer gab es auch, glaube ich, da noch gar nicht, oder? Doch, nee, doch, es müsste da schon einen Boxer gegeben haben. Der Boxer kam im Käfer zuerst. Ja, jedenfalls hat der keinen. Ja, die gehen gerade nach oben. Okay, kann man so machen. Ansonsten finde ich den sehr gut gelungen. Und er ist auch wesentlich stabiler. Ich habe hier nichts geklebt, überhaupt nichts, auch wenn es bei der Klemmkraft einige Probleme gegeben hat. Aber die Teile, die Probleme gemacht haben, die wurden anschließend gut gekontert. Aber die Farben, die sind hier ein Thema. Also der sieht wirklich aus, als wenn er nachträglich sehr oft geflickt wurde. Mit einzelnen Farbtupfern von verschiedenen Farben. Und ja, das stört halt so ein bisschen beim genaueren Hinsehen. Ansonsten finde ich den aber insgesamt stimmiger. Er ist hier in den Kotflügeln besser gelungen. Der andere ist einfach, ich hole nochmal her, der ist einfach nur eckig hässlich. Aber man muss auch dazu sagen, dieser hier ist 2019 entworfen worden. Da gab es noch keine anderen Modelle in die Richtung. Dieser hier kam viel später. Das ist dann auch noch zu erwähnen. Ja, was gibt es zu dem zu berichten? Dieser von Kada heißt offiziell Classic Sports Car 1:12,5. Das ist auch der Maßstab von beiden. 1:12,5. Er hat 1429 Teile. Moment, nicht, dass ich mich vertue. Hätte 1429 Teile, genau. Abzüglich der Motorisierung, die ja nicht dabei ist bei diesem Modell, was ich habe. Aber ich habe ja die OVP und das Modell, was eigentlich motorisiert war, gekauft. Und da es damals nur die motorisierte Variante gab, als ich den mir geholt habe, wurde einfach alles, was für die Motorisierung notwendig ist, entfernt. Somit hat er nicht 1429 Teile, sondern weniger. Ich schätze so 1380 rund. Ja, vielleicht auch. Ja, gut, wenn nur die Motorkomponenten rausgenommen sind, dann sind es noch 1420. Circa. Ja, Klemmkraft, wie gesagt, ganz okay. Bei der Technik, bei allen Technikteilen ist er super. Ja, was hervorzuheben ist, ist halt, er ist gefedert, er ist nachträglich erzählfähig und er hat einen mitlaufenden Motor. Das habe ich ja alles schon erwähnt. Und er hat mich gekostet 49,50 Euro mit der OVP. Aktuell ist er zu bekommen für rund 53,35 Euro. Das war so das günstigste, was ich jetzt finden konnte. Das war zu dem Zeitpunkt bei Amazon. Zu diesem Zeitpunkt. Auch mit OVP übrigens.
Ja, ich habe das im Video etwas falsch erwähnt. Das habe ich auch nachträglich noch in meine Beschreibung geschrieben. Ich hatte da erwähnt gehabt, von wegen, ich habe 56 € bezahlt und ich hätte ihn für 42 € bekommen können. Stimmt nicht ganz. Ich hätte ihn für 42 $ bekommen können, wenn ich auf die OVP verzichtet hätte. Und ich habe ihn dann für 56 $ genommen, also umgerechnet 49,50 €, weil ich die OVP gerne haben wollte. Weil ich den dann immer noch günstig fand. Ja. Viel mehr gibt es gar nicht dazu zu berichten. Wie gesagt, die haben beide mehr Schwächen als Stärken. Diesen hier finde ich allerdings noch recht schick. Er hat Spaß gemacht zu bauen, das auf jeden Fall. Also er war Bauspaß pur, aber, das habe ich auch in meinem Video erwähnt, er ist nichts für Anfänger und nichts für mal eben zwischendurch oder wo man den Kopf bei abschalten möchte. Da muss man wirklich 100% bei der Sache sein, konzentriert bleiben, sonst wird das nix. Der ist wirklich sehr, sehr, sehr komplex. Also das, muss ich sagen, ist eins der aufwendigsten Modelle, die ich bisher gebaut habe. Es gab noch ein oder zwei, die da vielleicht mithalten können. Ich weiß jetzt aber nicht mehr welche, fragt mich da nicht. Aber der gehört zur Kategorie sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Ja. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn, würde es mich natürlich nicht wundern. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, bekommt ihr immer eine Info, wenn ich was Neues habe. Und bei Fragen ruckzuck in die Kommentare damit. Ich versuche, die schnellstmöglich zu beantworten. Da bin ich eigentlich recht zügig, denke ich mal, wenn ich mich so bewerten müsste. Und ja, ich habe sonst nichts weiter zu berichten, glaube ich. Ich bin gerade nebenbei, wie ihr merkt, vielleicht noch am Überlegen, aber mir fällt sonst nichts weiter ein, was ich noch dazu sagen könnte. Außer, dass der hier für den Preis auf jeden Fall trotz seiner Schwächen eine Kaufempfehlung ist. Und der andere absolut versagt hat. Absolut versagt. Ich meine, jetzt, wo er steht und zusammengeklebt ist, bin ich froh, dass ich ihn zum Vergleich habe. Und mehr aber auch nicht. Mehr ist es nicht. Er ist einfach katastrophal. Es gibt da nicht weiter was zu berichten. Es gibt nichts Positives dazu zu sagen. Katastrophe. Anfangs, der Bau hat richtig Spaß gemacht am Anfang. Ich sag mal so, die ersten 20 Bauschritte waren es, glaube ich. Und dann fingen die Probleme an. Und dann kam eins zum anderen und das nächste. Und es wurde immer schlimmer. Schaut euch die Videos an, sie sind verlinkt. Und nee. Nein, nein und nochmals nein. So ein Set hatte ich bisher zuvor nie gehabt und Gott sei Dank auch danach bisher noch nicht wieder gehabt. Und muss ich auch nicht wieder haben. Also so ein Set, nein. Das einzige Set von allen, die ich habe, was ich bereut habe, dass ich es mir geholt habe. Vor allem für diesen Preis. Es ist keine 58,39 wert. Definitiv nicht. Nicht mal die Hälfte. Wenn man die Steine für was anderes benutzt hätte, dann wäre es vielleicht okay gewesen. Ich meine, 1732 Teile für unter 60 € ist eigentlich ein guter Kurs. Aber wie gesagt, massenhaft Farbabweichung. Teilweise eine andere Haptik der Teile, weil es halt ganz viele verschiedene Hersteller sind. Das müsste man eher so als Konvolut rechnen und dann im Kilopreis und dann ist das Ganze viel, viel günstiger anzusetzen. Aber gut, ja, das war es jetzt von meiner Seite. Ich habe nichts weiter zu erwähnen und hoffe, ich habe nichts vergessen. Und, eine Sache, genau, eine Sache noch. Eine Sache, die hier nicht dran gehört, sind die Achsstopper. Auch das erwähne ich in meinem Video. Hier bleibt einfach so die Achse offen. Das finde ich Käse. Das finde ich total Käse. Und deswegen habe ich da Achsstopper drauf gesetzt. Das habe ich aber auch in meinem Video erwähnt. Und ja, genau. Nix Ganze. Und das habe ich deshalb korrigiert. Das ist auch das Einzige. Alles andere ist optisch sehr gelungen. Wie gesagt, die Farbe nicht. Aber da kann der Designer nichts für. Das ist Kader,
die da lernen müssen, noch besser zu werden. Vielleicht mal mit Kobi sprechen, wie die das machen, weil bei Kobi hatte ich die Probleme nicht mit Rottönen. Leppin hatte die Probleme auch nicht. Ja, gut. Und Bluebricks hat sie beim einen Modell gehabt und beim anderen nicht. Und beide waren aber von Tsingbao. Also da fragt man sich, warum haben sie es beim einen geschafft, beim anderen nicht? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht erklären, aber definitiv ist es so, wenn ihr ein Modell kauft, was rote Teile hat, viele rote Teile, also ne, roter Porsche, roter Ferrari, roter Cadillac, roter Bus, egal, viele rote Teile, macht euch drauf gefasst, dass es von der Klemmkraft her nicht ganz so gut werden kann. Es ist dann nichts Verwunderliches mehr, weil bei Rot haben alle, bis auf Kobi, vielleicht auch Kobi, ich weiß es nicht, ich habe von Kobi zu wenig, aber das, was ich in Rot von Kobi habe, das sind ja Fiat 500, nee, Fiat 600, Fiat 600 ist es, glaube ich, der eckige, der Polen Fiat. Youngtimer, diese ganz kleinen 80, 90, 100 Teile, was die haben, der hat keine Probleme gehabt und der Mannschaftsbus ebenfalls nicht, der rot-weiße. Also von daher, ja, es geht, aber scheinbar ist der Aufwand auch sehr hoch dafür vielleicht. Oder das Material ist dann viel teurer. Ich weiß es nicht, dass das Granulat vielleicht ein anderes ist. Kann ich euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, da gibt es viele, viele Unterschiede und auch die Premium-Hersteller haben Probleme damit. Gut, das war's jetzt aber. Ich würde sagen, baut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!